Diversity Arts Culture ist eine Konzeptions- und Beratungsstelle für Diversitätsentwicklung im Kulturbetrieb, also im Berliner Kulturbetrieb. Und das Ziel von Diversity Arts Culture ist, dass sich eben die gesellschaftliche oder dafür zu sorgen, dass sich die gesellschaftliche Diversität, die es gibt, die vorhanden ist, auch im Kulturbetrieb abbildet. Weil aktuell ist der Kulturbetrieb sehr homogen und nicht besonders divers. Und das versuchen wir zu verändern, indem wir eben Kulturinstitutionen beraten zu Diversitätsthemen, die Kulturverwaltung beraten, indem wir aber auch Empowerment-Angebote machen für marginalisierte KünstlerInnen, indem wir Gleichstellungsdaten, die also beauftragen, dass Gleichstellungsdaten erhoben werden, damit wir den Status quo im Kulturbetrieb besser beschreiben können und eben daran auch Förderpolitiken ausrichten können. Und was kann man machen? Ein paar Empfehlungen, was könnte man machen für mehr Diversität? Für KünstlerInnen, die von Marginalisierung oder von Diskriminierung betroffen sind, ist Vernetzung ganz wichtig, also die Zusammenschlüsse, der Austausch, die gegenseitige Unterstützung. Wichtig ist auch, die eigenen Rechte zu kennen, also welche quasi Antidiskriminierungsrechte gibt es in den, an den Orten, in denen ich mich aufhalte oder arbeite. Und wie kann ich die für mich nützlich machen? Wenn ich Diskriminierung erfahre, welche Anlaufstellen gibt es? An wen kann ich mich wenden? Wer kann mich unterstützen? Und für Institutionen, die Diversitätsarbeit machen wollen, oder diese Diversitätsentwicklung angehen wollen. Es ist ganz wichtig, sich mit den eigenen Strukturen zu beschäftigen, sich auf der Ebene des Programms, des Personals, des Publikums anzuschauen, welche Ausschlüsse gibt es, was bedeutet eigentlich Diskriminierung, also wovon sprechen wir und welches gemeinsame Verständnis haben wir in der Institution und wie wollen wir dagegen angehen in der Institution.